Hierzulande ist kaum ein Gericht so deutsch wie Saumagen. Doch da gibt es noch eine andere Nation, bei der die Liebe durch den Magen geht. Schottland. Soll es ein Saumagen sein? Summerton? Doch lassen sich Saumagen und Haggis vergleichen. Wie schmeckt den Schotten der pfälzische Saumagen und uns die schottische Variante? Mein Saumagen ist der beste in der Pfalz. Unser Haggis ist der beste in Schottland. Abenteuerleben macht den großen Vergleich. Schon bei den Zutaten trennt sich die Spreu vom Weizen. Im kleinen Örtchen Birkenheide produziert Metzgermeister Reinhard Appel die Pfälzer Spezialität. 2011 stellte er sogar einen XXL-Saumagen her, mit 1 Meter Länge. Aber was kommt rein in die deutsche Spezialität? Ich habe jetzt 60 Kilo Gesamtgewicht, habe das Magerfleisch, habe die Kartoffel und habe meine Magerfleisch-Einlage. Plus den Lauch, plus meine Gewürze und Salz. Ah, das Grundbrät habe ich noch hier. Das sind die ganzen Zutaten. Los geht's mit dem Lauch. Warum das so ist? Metzger Appel ist nah am Wasser gebaut. Ja, der Lauch, der ist im Geschmack stärker wie die Zwiebel, deshalb nehme ich den Lauch. Das ist sehr scharf, also wenn man da drüber steht, ne, da bekommt man Tränen. Das Fleisch, das kommt von Bayern, bekomme ich 2-mal die Woche frisch geschlachtet von einem Fleischhändler, der seine Schweine in der Region in Bayern kauft. Der Saumagen ist zwar deftig, aber nicht fett. Die mageren Schweineschultern landen im Wolf. Wenn es zu grob ist, gibt's, wird die Bindung so schlecht. Ne? Und also deshalb wird es ein 3 mm Wolf. Dann mischt Appel das Fleisch mit vorgegarten Kartoffelnwürfeln, den tränenreichen Lauch und Salz. Doch etwas fehlt noch. Geben die Naturgewürze, wo ich selbst zusammenstelle, dazu. Das stelle ich selbst zusammen, das möchte ich auch nicht preisgeben. Das ist mein Geheimnis. Kein deutscher Metzger ohne geheime Gewürzmischung. Das Brät verbindet alle Zutaten zum Kanzlersteak, wie der Saumagen auch genannt wird. Damals haben wir schon, da war der Ministerpräsident in Mainz, der ehemalige Bundeskanzler Kohl, da haben wir nach Mainz zum Landtag Saumagen schon geschickt. Ne? Das war Mitte der 70er Jahre. Während der Saumagen erst durch Helmut Kohl zum Nationalgericht wurde, schrieben die Schotten bereits im 18. Jahrhundert Gedichte über Haggis. Hier in Dingwall stellt ihn Fraser MacGregor her. Hier haben wir alle wichtigen Zutaten für Haggis. Rinderfett, kleingeschnittene Zwiebeln, Lamm und Lammbrühe, die kommt da auch rein. Und das hier ist die Hauptzutat, Innereien. Das sind Lammlunge, Lammleber und Lammherzen drin. Keine Augen, Lippen oder sowas, Ekliges, nur die guten Sachen. Und hier sind noch Haferflocken, dann noch Salz, Pfeffer und Gewürze. Aber die verrate ich euch nicht. Okay, auch die Schotten sind Geheimniskrämer. Fraser MacGregor braucht bis zu 20 Stunden für seinen Haggis. Das Fleisch kocht er über Nacht, bevor es mit den anderen Zutaten gemischt wird. Jetzt kommen die Gewürze zu den Haferflocken. In der Gewürzmischung ist Salz und Pfeffer drin und noch 2-3 andere Zutaten, die echt geheim sind. 1976 sind wir schottischer Meister in der Haggis-Herstellung geworden. Das Originalrezept von damals benutzen wir immer noch. Die Qualität der Zutaten ist sehr wichtig. Wir benutzen nur Lamm- und Rindfleisch. Nur das darf in den Haggis rein, bloß kein Schweinefleisch. Denn die Schotten lieben Tradition. Generell wird Haggis aus günstigem Fleisch gemacht. Vor 100 Jahren wurden alle Bestandteile des Lamms verwendet, inklusive der Lunge, der Leber und des Herzens. Haggis zu machen ist ein Weg, das ganze Tier zu nutzen. Im letzten Schritt kommen das gekochte Fleisch und die Lammbrühe dazu. Dieser Stoff hat den schottischen Nationaldichter Robert Burns zu seinem berühmten Haggis-Gedicht inspiriert.
Haggis ist ein traditionelles Gericht geworden. Früher wurde Haggis nur zur Burns Night serviert, dem schottischen Gedenktag für Robert Burns am 25. Januar. Wir servieren dann Haggis, der mit einem Dolch aufgeschnitten wird, hören Gedichte und trinken ein paar. Inzwischen essen wir Haggis aber das ganze Jahr über. Es gibt jede Menge Rezepte, zum Beispiel Haggis Lasagne und vieles, vieles mehr. Die Schotten sind verrückt nach Haggis und essen ihn sogar schon zum Frühstück. Ob wir Deutsche da mithalten können? Das Battle geht in die nächste Runde, denn auch Saumagen ist nicht gleich Saumagen und hat eine Hochsaison. Die Saison ist von September bis Weihnachten. Da wird hauptsächlich Kartoffel und Sauerkraut dazu gegessen. Und es ist halt ein deftiges Essen. Jetzt nehmen wir die Einlage, die kommt jetzt mit rein. Die lassen wir jetzt circa 5 bis 6 Runden laufen. Es dreht sich um das Bild, wenn man den Saumagen anschneidet, wenn das so lange gemengt wird. Ne? Und dann verreibt sich das. Und das möchte ich vermeiden. Aber in was für einer Art Magen landet denn jetzt die Masse? Weil ein Saumagen in die Hülle von dem Saumagen gefüllt wird. Deshalb heißt er Saumagen. So einfach ist das. Erfunden wurde der Saumagen im Jahr 1865. Ich habe jetzt das Grund Saumagenmasse vorbereitet, die füllen wir jetzt in die Füllmaschine ein. Und dann füllen wir das in die Därme ab. Für den Metzger ist auch der Magen ein Darm. Also eine Hülle für die Kartoffelfleischmasse. Die füllt Reinhard Appel jetzt in den sorgfältig gereinigten Magen, den er abschließend mit einer Nadel perforiert. Ich mache die Stiche rein, dass die Luft rausgeht, dass die Masse an dem Darm mit dem Darm Verbindung hat. Und jetzt ab damit in den Kochtopf. Das wird im Kessel gegart bei 78 Grad, circa 2,5 Stunden sein Magen und dann ist er konserviert. Wie lange ist so ein Saumagen dann haltbar? Also wenn man ihn frisch nicht in der Folie hat, dann kann man 4-5 Tage liegen lassen. Im Kühlraum oder im Kühlschrank oder in der Folie circa 14 Tage. Oder in der Konserve ist er dann ein Jahr haltbar. Appel verschickt seine Spezialität nach ganz Deutschland. Das Erfolgsgeheimnis liegt beim ehemaligen Bundeskanzler Kohl. Das war seine Leibspeise. Und das ist eigentlich das Geheimnis, warum der Saumagen bei uns so beliebt ist und bekannt auch ist. Ne? In welchem Magen landet jetzt der schottische Haggis? Das ist ein Ochsenmagen. Traditionell wird aber ein Lammmagen genommen. Der ist ein bisschen kleiner, aber nicht so reißfest. Der Ochsenmagen ist dicker und es passt mehr Haggis rein. Der eignet sich dafür am besten. Er ist gereinigt. In diesem Punkt gibt es also keinen Unterschied zwischen Schottland und Deutschland. Verwendet wird hier wie dort ein natürlicher Magen als Hülle. Pro Woche produziere ich durchschnittlich 700 bis 800 Kilo Haggis. Vor der Burns Night sind es allerdings 12 bis 15 Tonnen pro Woche. Wir sind die größte Haggis-Manufaktur in Schottland. Die großen Hersteller bedienen Supermärkte. Ein Kilogramm Haggis im Naturmagen kostet umgerechnet 16 Euro. Der deutsche Saumagen ist mit 14,50 Euro pro Kilo etwas günstiger. Nach dem Kauf sind sie 10 Tage im Kühlschrank haltbar. Eingefroren halten sie ein Jahr. Es sind keine Konservierungsstoffe drin. Das Salz und die Rinderbrühe konservieren den Haggis auf natürliche Weise, wenn er gekocht ist. Wie der Saumagen auch, darf der schottische Ochsenmagen mit Lammfüllung noch für 3 Stunden ins heiße Wasserbad. Auf zum finalen Schlagabtausch, dem Geschmackstest. Los geht's! In der Pfalz, bei Metzgermeister Appel. Wir wollen wissen, was hält er vom Original Haggis von Fraser MacGregor? Sieht aus wie ein Saumagen. Das werten wir mal als erstes positives Zeichen. Sieht aus, wie wenn Rindertalg drin wäre, so talgig schmeckt's. Sind in einer Reihe drin. Ich weiß nicht, ob der Lunge oder Herz, das Dunkle, könnte Herz oder Lunge sein. Ja gut, also im Vergleich zu unserem Saumagen, von der Qualität her, dass man sagt, dass identisch sein könnte, das ist gar nicht der Fall. Ne? Der Pfälzer bleibt beim Saumagen. Und was sagt unser Schotte zum deutschen Saumagen?
Ich weiß nicht, was das ist. Na ja, dann einfach mal probieren, Fraser. Es sieht aus wie eine Wurst. Haggis ist lockerer, das sieht ziemlich fest aus. Schmeckt gut, aber es ist kein Haggis. Da sind Schwein und Kartoffeln drin. Die einzige Gemeinsamkeit ist wahrscheinlich der Magen. Sehr schön, aber es hat nichts mit unserem Haggis zu tun. Deftige Soulfood mit Tradition. Haggis und Saumagen. Irgendwie ähnlich, aber trotzdem sehr verschieden.